Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute mal zu dem 10.000 Abonnenten Special. Und ja, ihr seht, ich habe die Facecam am Start. Es ist kein Minecraft offen, sondern einfach der Google Chrome Browser. Und ja, jetzt denkt ihr euch schon so, what the fuck? Warum? Und ja, ich möchte euch einfach mal zu den 10.000 Abonnenten, was ja was ganz Besonderes ist, ich meine, erstmal fünfstellig. Das ist ja einfach unglaublich, vor allem für einen 14-jährigen Jungen wie mich. 10.000 Leute, da denkt man sich so, what the fuck, woher? Ja, und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie alles angefangen hat. Jeder YouTuber hat mal einen Anfang gehabt. Ich natürlich auch. Und ich möchte euch heute einfach mal mein allererstes Video auf YouTube zeigen. Und dazu sei gesagt, ich habe noch nie ein Video von YouTube gelöscht. Jedes Video, was ich jemals hochgeladen habe, ist noch oben, außer es wurde von der GEMA gesperrt. Da kann ich dann natürlich leider auch nichts machen. Ja, wir sortieren hier natürlich erstmal von alt nach neu. Und dann seht ihr hier schon, Let's Play Minecraft, Hashtag 1, mein erstes Video. Ja, damals, wie ihr seht, habe ich viel Singleplayer gebracht. Und ja, ich mache jetzt schon seit 2 Jahren YouTube jetzt seit ein paar Tagen. Und ach Gott, Leute, es ist einfach alles, es ist wirklich irgendwie was Besonderes. Und auch dieses erste Video, es geht 15 Minuten, ich werde nicht alles mit euch angucken. Und ihr werdet merken, es ist vieles noch anders. Ja, ich habe damals schon versucht, sofort in dem ersten Video gute Qualität zu bringen. Ging mit einem Laptop natürlich etwas schwieriger, aber naja, schauen wir einfach mal rein. Da ist etwas im Busch. In Jalousie bedeckter Wohnung amüsierst du dich alleine, du hörst Iggy Pop. Dann fick ihn doch! Durch zeugenlose Wald und Wiesen gehst du das. No. Und legen los. Hallo YouTube, hier ist euer Kotti XD. Ja, das hier ist mein allererstes Minecraft Let's Play. Also insgesamt mein allererstes Let's Play. Das allererste Video, das ich auf YouTube hochladen werde. Und ja, ich erzähle jetzt erstmal etwas über mich. Und dann, ja, können wir weiter gucken, was wir diese sind. Stimme, ey. Ja, also ich, ne, heißt Kotti XD, könnt mich
auch einfach nur Cotti nennen. Das XD muss ich jetzt nicht immer dahinter setzen. Ja, gehe noch zur Schule. Deswegen. So hörst du dich auch gar nicht an, Mate. Ich muss nicht regelmäßig hochladen. Eben weil die Schule geht vor. Ohne Schule kann man nachher nichts mehr erreichen. Dieser Satz, ne, den muss ich mir im Endeffekt so oft anhören, Leute. Dieser Satz, ne, der wurde so oft zitiert. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht rumheulen oder so, dass in der Schule mich Leute auf YouTube ansprechen, ne? Natürlich, ich gehe mit der Sache ganz offen um. Ich bin keiner, der sich vor YouTube versteckt. Wie ihr seht, ich zeige mich, ich habe mich sehr früh gezeigt. Es hat mich einfach auch nicht wirklich hart gejuckt, sage ich mal. Und natürlich kommen dann aus der Schule, es spricht sich natürlich rum, kommen dann immer mal so ein paar dumme Kommentare. Und aus diesem Video wurde einfach immer dieser Satz, Schule ist einfach wichtig, zitiert. Selbst die Oberstufenschüler kamen zu mir. Ich kannte nicht mal die Leute, die mich angesprochen haben. Und dann so, ja, aber Finn, Schule ist wichtig, ne? Überstrapazier das nicht mit YouTube. Und diesen Satz muss ich mir so oft anhören. Und auch die Stimme, oh mein Gott, Leute. Das ist so geil, ich schaue mir einfach weiter. Deswegen sollte man sich hauptsächlich erstmal auf die Schule konzentrieren und deswegen, ja. Es waren Herbstferien übrigens, ne? Regelmäßig Videos hoch. Oder werde es nicht machen. Ja. Zu meinen Videos, wie gesagt, ich werde sie jetzt nicht regelmäßig hochladen. Ab und zu werde ich vielleicht auch mal jeden Tag ein Video hochladen. Vielleicht auch mehrere, ich weiß es noch nicht so ganz. Aber boah, wenn halt Arbeiten oder sowas anstehen, dann seht mir bitte nach. Werde ich nicht regelmäßig, beziehungsweise nicht jeden Tag ein Video hochladen, weil, ne, für die Arbeit lernen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich hau jetzt hier erstmal die Bäume kaputt, damit wir ein bisschen Holz bekommen für die Werkbank. Ich habe da gesehen, davon ist schon Eisen, das ist sehr gut. Aber dafür braucht man natürlich erstmal das nötige Material und ohne das nötige Material geht halt nichts. Das müssen wir uns jetzt erstmal besorgen. Ich tue so wirklich, als ob keiner Minecraft kennen würde, ne? Ich denke, viele von euch kennen schon Minecraft. Viele von euch haben es wahrscheinlich selber. Das ist ja so der Jahrhundertboom auf dem Spielemarkt. Ja. Und wie ihr gerade gesehen habt, ne, ich hieß damals schon Cotti XD in-game, ne? Also nach 5000 Name-Changes heiße ich jetzt wieder so. So übelst, hab ich so das Gefühl. Nö, leckt gar nicht, ist super Qualität. Mega, okay. Ja, erstmal die Werkbank hier platzieren. Ja, spulen wir mal ein bisschen vor. Wenn es nicht laggt. Auf dem ihr immer so spielt. Und das ist ja jetzt nicht gerade wenig. Nö, leckt gar nicht, die Blöcke kommen nur wieder die ganze Zeit. Das alles ist so gewollt von Mojang. Ja, mich da reinfinden. Also man spricht ja nicht mit sich selbst, wenn man so alleine einfach nur just for fun ein bisschen zockt. Und so muss man ja auch irgendwie die Zuschauer ein bisschen auf Trab halten, ne? So, da vorne sind die nächsten. Nö, nee, YouTube. Schon mal gut, das sieht schon mal gut aus. Auf YouTube muss man keine Leute unterhalten. Und da vorne sind auch gleich Schweine. Das ist ja richtig gut. Das läuft ja hier schon richtig. Und Pilze. Auch sehr wichtig, wer Survival Games spielt, kennt das wahrscheinlich. Ja. Und dann. Natürlich. Meistens die roten Pilze. Für die Pilzsuppen. Ein bisschen aussehen wie Fliegenpilze, sag ich mal. Ja, also komm Leute, wir spulen mal ein bisschen vor. Ich bedanken. Danke, ne? Den Kanal meines Klassenkollegen in rauen Mengen fast. Und ja, die Roten sind halt schon etwas seltener. So professionell. Was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist den
Kanal meines Klassenkollegen, ja, der hat mich überhaupt erstmal zu den ganzen Let's Plays und Minecraft und alles drum und dran gebracht. Und bei dem möchte ich mich erst schon mal hier mit herzlich bedanken. Danke, ne? Und ja, ihr könnt ja auch mal auf seinen Kanal vorbeischauen, hier und da mal ein Abo lassen, ne? Likes würden mir natürlich auch gefallen. Und ganze 29 ja. Und 11 Dislikes. Könnt ihr ja vielleicht auch mal bei dem ein paar Videos anschauen. Nochmal zu meinem Klassenkollegen, auch nochmal hier an dieser Stelle riesen Dankeschön an Japel und auch an Rex Ice-T und Gerzi. Hauptsächlich Japel hat damals auch einen YouTube-Kanal gehabt, mittlerweile hat er alle Videos gelöscht, leider. War auch echt unterhaltsam und oft mit diesem YouTube-Kanal von ihm habe ich halt gleich, also ein bisschen später gestartet. Und er hat mich halt auf alles gebracht. Er hat mir Minecraft gezeigt, er hat mir YouTube gezeigt und ohne ihn würde ich jetzt nicht hier stehen. Ich wäre niemals auf diese Idee gekommen und ja, an dieser Stelle nochmal einfach riesen Dankeschön an dich. Und an alle Leute, die mich im Real Life, sag ich mal, auch supportet haben oder immer noch supporten, ob es jetzt Familie, Freunde oder, was weiß ich, Lehrer sind. Danke an euch nochmal an dieser Stelle. Und ja, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt nochmal ein bisschen weiter bis zum Ende vor und dann merkt ihr vielleicht Ähnlichkeiten zu heute. Ich, ne? Aber selber pflanzen kann man es nur, kann ich jetzt hier auch gut zeigen, weil hier sofort Sand dabei ist. Da habe ich gerade übrigens erklärt, dass man Zuckerrohr nicht auf Gras pflanzen kann. Nicht auf der Erde am Wasser pflanzen. Okay, auf dieser anscheinend schon. An dieser schon? Warum auch immer. Ja, weil es vielleicht die neue 1.8-Version war, Kotti. Normalerweise kann man... Hightech. Ich weiß nicht, warum. Mein Gott. Vielleicht vorher ein bisschen besser informieren nächstes Mal. Dann mache ich ja heute immer noch nicht, aber ist egal. Hauptsache selber kritisieren. So, schön zum... Schön zum Baum hinaus. Nicht vorhanden. Doch. Perfekte hier. Aussicht, Junge. So. Stellen wir... Seht, bricht hier auch schon die Nacht ein. Das heißt, perfektes Timing hier fertig ist unser Haus. Wäre nur schön, hätten wir auch Holz. Hätten wir auch, sagen wir mal, ach Gott, Wolle für ein Bett, aber leider noch nicht vorhanden. Wie oft ich damals nicht vorhanden gesagt habe, ey. So, schön. Da, so. So, und ja. Super Ende, oder? Einfach abgehakt. Spitzenmäßig. So, wir brechen mal hier Autoplay ab. Und ja, ihr merkt, ich habe damals schon freie Hand, sag ich mal, kommentiert. Ich mache mir hier nie Notizen oder sowas, zu was ich sage oder sowas. Manche haben ja hier so ganze DIN A4 Seiten und lesen davon ihre Themen ab. Ich mache von Anfang an alles aus meinem Kopf heraus, sage ich mal. Ich habe noch nie irgendwie Notizen gemacht oder so. Ich finde, Freikopf ist es einfach am besten, meiner Meinung nach. Und ja, wie ihr seht hier, immerhin 500 Aufrufe vom ersten Video. Und ja, wie viel sich einfach mittlerweile verändert hat, ist einfach nur krass. Und jetzt auch nochmal hier, Grüße gehen raus an Luis Menk, mein allererster Abonnent. Und er ist immer noch aktiv. Ich feiere es einfach so hart. Und ja, insgesamt jetzt einmal ein riesen Dankeschön an die gesamte Kotti Army, dass wir mittlerweile so groß sind, hätte ich niemals erwartet. Ich habe mit ein paar hundert Abos gerechnet, vielleicht so 300, 400. Und die mache ich mittlerweile in 3-4 Tagen. Es ist einfach nur krass, wie schnell das geht. Und Dankeschön an euch. Ich hoffe, dieses kleine Special hat euch gefallen. Es wird natürlich nicht das einzige sein bei, ich meine, hallo, fünfstellig und dann ein einziges Special, Leute. Das kann doch nicht sein. Also, natürlich werden noch andere Specials kommen. Ich hoffe aber erstmal, dass euch dieses Video gefallen hat und ja, ich würde mal sagen, auf geht's zum Rendern. Ich meine, bald sind, also ich nehme es jetzt natürlich hier im Voraus auf. Noch habe ich 9500 Abonnenten, aber bald
sind die 10 da. 10.000. Ja, auf jeden Fall, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann kann ich nur noch sagen, macht euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal.